Dienstag, 12.33 Uhr, Brocken, Harz, Deutschland. Verdammte Raben, die sind hier überall. Reg dich ab, da vorne ist schon die Steilwand. Wie hoch sind wir jetzt? Ich glaube etwas über 800. 800 Meter. Wow, nicht schlecht, Herr Specht, was? Mit kritischem Blick begutachteten Martina und Carsten Goucher die von kleinen Spalten und Vorsprüngen durchsetzte Oberfläche der Felswand, die sich nahezu 100 Meter senkrecht dem Himmel entgegenstreckte. Die beiden passionierten Bergsteiger erkannten sofort, dass ihnen keine leichte Aufgabe bevorstand. Doch genau das ließ ihren Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen. Sie wollten der Natur die Stirn bieten, allen Widrigkeiten zum Trotz den Gipfel erreichen, um dort oben mit einem Ausblick belohnt zu werden, dessen atemberaubende Schönheit sie alle Strapazen, alle Sorgen und Ängste vergessen lassen würde. Wie hätten sie auch ahnen sollen, dass sie bereits in höchster Lebensgefahr schwebten und dass einer von ihnen die nächsten Minuten nicht überleben würde. Bist du soweit? Sofort. Warst auch schon mal schneller. Was soll das denn heißen? Na, wir werden alle nicht jünger. Ich an deiner Stelle wäre nicht so frech. Schließlich sind es auch deine Halterungen, die ich hier prüfe. Lass dir Zeit. Und jetzt mach dich nützlich und schlag die Haken in die Wand. Gib her. Was meinst du? Wie lange werden wir noch brauchen? Gute Frage. Wenn die Vorsprünge halten und dann... Oh! Was war das? Ich weiß nicht. Ich habe den Haken in den Fels geschlagen und plötzlich hat der Berg gezittert. Vielleicht bist du auf Öl gestoßen. Und jetzt? Keine Ahnung. Soll ich weitermachen? Versuch's. Siehst du? Es geht doch. Ah! Scheiße! Hör mit der Hämmerei auf. Vielleicht ist das die Ursache. Unsinn. Meine Schläge lösen doch keine Erdstöße aus. Erdstöße? Mann, Carsten, wenn das ein Beben ist. Du hast recht. Ich ruf mal unten im Tal an. Mit einem gewaltigen Donner explodierte die Felswand direkt neben den beiden. Steine und Geröll schossen aus dem Berg, als wäre eine gigantische Faust aus dem Inneren gestoßen. Das Pärchen wurde von der Druckwelle erfasst und zu Boden geschleudert, während hinter dem herabrieselnden Staub ein gut 3 Meter großes Loch zum Vorschein kam. Martina! Was ist mit dir? Mein Bein! Lass mich mal sehen. Pass doch auf! Was ist? Mach dir keine Sorgen. Ich rufe sofort die Bergwacht. Die schicken einen Hubschrauber und... Was ist los, verdammt? Wie es aussieht, hat ein Felssplitter deine Kniescheibe durchschlagen. Oh, Scheiße! Ist das schlimm? Weiß ich nicht. Du lügst! Nein. Bleib ruhig. Ich werde... Was war das? Das klang wie ein Tier. Nein, das sind Fußschritte. Da kommt jemand aus dem Berg. Hallo? Wer ist da? Da! Eine Frau! Hey! Sie! Sie trägt etwas in der Hand. Vermutlich eine Sprengladung. Hey! Bleiben Sie stehen! Aus dem Weg, du Nichts! Nein! Erst wenn Sie mir sagen, was Sie... Carsten! Du wirst mich nicht noch einmal anrühren, du Stück Dreck. 4 Stunden später. Ist sie das? Ja. Aber wie ich Ihnen bereits sagte, sie steht unter Schock. Wir haben ihr schwere Beruhigungsmittel gegeben. Hallo? Können Sie mich hören? Sie dürfen sie nicht zu sehr aufregen. Die Frau hat viel Blut verloren. Es dauert nicht lange, versprochen. Carsten. Sie hat Carsten getötet. Martina. Eine Explosion. Sie kam aus dem Feld.